Wer hier ganz genau hinschaut, kann den Unterschied sehen. Der Bart ist ab beim heutigen Joachim Löw. Damals, vor fast 40 Jahren, kickte Löw noch selbst mit Schnäuzer beim VfB Stuttgart. Für die Schwaben machte er 4 seiner insgesamt nur gut 50 Erstligaspiele. Zum Vergleich, die gerade von Löw rasierten Herren Müller, Hummels und Boateng kommen allein in Länderspielen auf zusammen fast 250 Einsätze. Aber nicht nur deshalb ist das Testspiel morgen gegen Serbien für Löw eine haarige Angelegenheit. Denn ein noch radikalerer Schnitt wäre es gewesen, wäre er selbst zurückgetreten nach der verkorksten WM. Ist er aber nicht. Und nun muss er einmal mehr beweisen, dass aus dem immerhin begabten Spieler von einst ein großer Trainer geworden ist. Sven Kaulbers. Am frühen heutigen Abend geht es eher schlendernd zum Abschlusstraining. Der Bundestrainer mit seiner neu formierten Mannschaft zunächst einmal abtauchen. In einer internen Gesprächsrunde möchte Joachim Löw seine Vorstellungen für die Zukunft vermitteln, morgen gegen Serbien. Und es gibt auch aufgetaucht noch einiges zu bereden, um die Mannschaft neu zu erfinden. Weiterentwicklung. Von der Stelle kommen. Zukünftige Aufgaben mit voller Konzentration angehen, die Balance finden zwischen Ballbesitz und Torgefahr. Was uns gefehlt hat bei der WM in einigen Spielen im letzten Jahr, über diesen Ballbesitz einfach auch richtiges Tempo zu haben, schnelle Ballpassagen, schnelle Spielverlagerungen, Tempo, Aktionen spielen und im Tempo gehen, zum Abschluss kommen. Nur Löw ist in der Kritik, weil er erfahrenen, gestandenen Kickern das erforderliche Tempo wohl nicht mehr zutraut. Er hat sie aussortiert. Jerome Boateng nicht nominiert, aber Joachim Löw nimmt auch heute Mittag die Kritik gelassen hin. Thomas Müller, auf Wiedersehen nach 100 Länderspielen. Der Coach macht einen ausgesprochen entspannten Eindruck. Die breite Brust von Mats Hummels wird nicht mehr gebraucht. Na und? Wenn man solche Entscheidungen trifft, weiß man als Trainer auch, dass man in ein gewisses Risiko geht. Aber das bin ich auch bereit, das Risiko einzugehen und das zu tragen. Weil ich einfach auch überzeugt bin, dass die jungen Spieler Potenzial haben und dass sie sich gut entwickeln können. Und deshalb hat er den Bremer Maximilian Eckestein nominiert. Ein Riesentalent im offensiven Mittelfeld. Der Berliner Niklas Stark ist erstmals dabei, ein Perspektivspieler für die Innenverteidigung. Und für die rechte Abwehrseite der Nationalmannschaftsnovize Lukas Klostermann aus Leipzig. Mein Vertrauen in diese Spieler ist einfach schon jetzt groß und das Potenzial ist gut. Und daraus können wir schon, das ist eine gute Basis für die Zukunft. Er ist sich offensichtlich sehr sicher und schlendert ganz gelassen einem Neubeginn entgegen.